Willkommen zu Star Citizen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mit dieser Entscheidung aufgewacht hier in Port Olisa habe ich mich jetzt durchgerungen und werde mir jetzt hier den Helix-Laser nochmal erneut gönnen. Ja, es ist mit dem anderen etwas sehr, sehr träge und macht jetzt nicht so den Spaß. So habe ich mich jetzt entschieden, ich werde das Ding jetzt hier nochmal kaufen und in einen meiner drei Prospektoren, die ich hier komischerweise habe, wieder drauf schnallen. Und dann muss ich das Ding einspielen. Ich will ja eigentlich den Rock haben und dachte, ich könnte minern, um mit den Rock zu finanzieren. Das muss ich minern, um mit den Helix-Laser zu finanzieren und dann weiter minern, um mir den Rock zu finanzieren. Das ist alles, ja, ne? Es geht halt um die Kohle. Das muss man so sehen. Gut, was kannst du mir denn anbieten? Also ich brauche auf alle Fälle einen Laserkopf und das wird der Helix Mining Laser Size 1 sein, das ist richtig. Und ich habe ja jetzt danach nicht mehr so viel Geld. Lass mich schon wieder da in den, ja, findest du gut, ne? In die 600.000er Region zurückgeworfen worden. Zack, er lässt mich schwerlos. Ja, ich habe jetzt den Laser dann doch gekauft. Hi. Ja. Thanks for coming in. In der Hoffnung, es war eine gute Wahl. Was kannst du mir denn sonst noch sagen? Mit dir kann ich leider nicht sprechen, ne? Ich will ein bisschen getröstet werden, dass es mich jetzt wieder so viel Geld kostet. Irgendeiner wird doch mal... Ich habe keinen Quantum Beacon angenommen. Irgendeiner wird mich doch ein bisschen trösten können und sagen, ja, das war die richtige Entscheidung und sowas, was man halt so hören will, ne? Oh, Mann, oh Mann. Ja. So, da ist er wieder. Den bauen wir jetzt wieder ein. Dann haben wir wieder drei Slots und dann bauen wir zumindest die hier mal voll. Dann sehe ich, habe ich ein bisschen Durst. Na, wir warten mal, ob er irgendwas tut. Er tut was. Man muss immer nur genug warten, ne? Na, was machst du jetzt damit? Guck mal, gerade haben wir Müll. So, wir placen das mal. Dahin. Also, liebe Kinder, ne? Eigentlich tut man es rein, aber wenn man werfen kann, so wie ich, dann kann man das auch von der Entfernung aus machen. Gut, dann nehmen wir die dritte Prospektor, die ist ja auch hier geparkt. Sind die noch am Laser anschrauben oder warum dauert es so lang? Leilani Addison wants you to vote for her, because she thinks science has all the answers. Oh. Schon. Kannst du mir doch nicht antun jetzt. Steht in Port Olisa, da wirst du mir das doch wohl geben können. Das macht mich jetzt besorgt. Der Atlas ist drin. Ich baue den Helix-Laser jetzt aus. Ich habe so das dumme Gefühl, ich habe morgen dann vier Prospektoren zur Verfügung und mit der Prospektor Nummer 3 ist dann der Helix-Laser weg.
My secretary, Ileana Sherrod, has proven herself a puppet of Conciliatory Costigan's regime again and again. When Costigan decided to hand our empire over to the Xi'an, Sherrod was there to help. When Costigan wanted to start his endless war, ja, das sieht nicht gut aus, ne? Also da machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ding wieder funktioniert hier. Ja, genau, alles klar. Also, bis gleich. Ja, nun hat es geklappt, B07. Jetzt haben wir das Ding natürlich nicht ausgerüstet und jetzt müssen wir das nochmal kurz ranhängen. Ich musste den Server nochmal wechseln und naja... Das dauert halt immer so seine Zeit. Jetzt hängen wir dieses Teil da nochmal wieder dran, wenn er mich denn lässt. Die Read-Only. Nix da. Muss ich das schon wieder claimen? Einmal Storm bitte. Dann nochmal den Laser wechseln. Speichern. Gucken, ob das auch der richtige ist. Der Atlas ist ausgerüstet. Wir haben hier den Helix drauf. Dann würde ich sagen, kann es losgehen. Sollte nochmal den Helm aufsetzen. B01. Wunderbar. Ja, welche nehmen wir? Die oder die? Leute, da ist einiges los hier. Ich hoffe, wir finden auch noch ein paar Erze, dass es denn lohnt. Ja, müssen 100.000 müssen wir ersetzen. Ich möchte wieder nach Selen. Genau. Und dann richte ich mich da der Sonne ein bisschen aus. Oh, dann geht's da runter, ne? Gleich ans Werk, keine Zeit verlieren. In der Hoffnung, wir haben eine gute Position erwischt. Das ist jetzt ein Aid Shelter in der Nähe, also keine Mining Facility in irgendeiner Form. Naja, gucken wir mal. Ich werde immer noch mal von außen an, machen noch mal einen Screenshot und ja,
denke, jetzt haben wir auch gleich was gefunden. Ich hoffe, dass das hier so eine gute Location ist. Ja, der Stein, man sieht ihn schon. Stimmt, 6000er Masse. Jetzt haben wir aber den Helix-Laser, jetzt sind wir doch gut gerüstet dafür. Nein, das andere. Oh, da hinten ist noch einer. Ja, Kupfer, danke. Also jetzt muss es ein bisschen höherwertiger werden, das ist einfach klar. Ich denke, das ist wieder Rock Mining hier. Schade. Oh, in so einem Krater könnte was Wertvolles sein. Agritium vielleicht. Wäre super. Titanium, naja. Naja. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mal was Gutes dabei ist. Also gucken wir mal. Bitte. Ja, Diamanten. Diamanten sollen es nicht unbedingt sein. Beryl ist auch nichts wert. Ja. So, du bist es aber doch, ne? Du warst so ein bisschen zickig und jetzt. Ja, bist du auch nur Beryl geworden. Ich stelle mir halt immer so vor, so Gebirge, da müsste doch da am ehesten noch irgendwie was freigelegt worden sein oder ein Stück rausgucken. Ja, man ärgert mich jetzt mit Diamanten. Jetzt, wo ich in der letzten Folge mal Diamanten mitgenommen hatte, das war ja jetzt nicht so schlecht für Diamanten, aber eben nicht zu gut für meiner, ne?
Nee, nee, hier vorne muss auch was sein. Ja, genau. Und hier hinten, da hat er auch noch was angezeigt. Komm schon, dreimal Agretium, ich wäre Laranit oder so. Nee, ne? Ganz, ganz übel. Er sagte noch ganz übel und dann war es Agretium. So, ihr seht auch, wie schön ruhig der Energiestrahl ist. Das Schiff wackelt zwar, aber die Energiezufuhr ist schön gleichmäßig. Ja, komm, krieg dich ein, das kriegen wir hin. Da ist nur ein Nerd. Da ist Kupfer. Corundum. 21 davon. 7. Ein Nerd. Ja, gut, okay, fangen wir an. Gehen wir in den Kreis. Dann musst du doch hier unten Agretium haben, hm? Noch nicht, dann hier. Ja. Agretium, Leute, das ist super. Da doch auch noch, so ein kleiner Brocken, der kann doch nur 100 Agretium sein, ne? Oh, der war aber so lit. Inert, 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 sehr schön. Wahnsinn. Na gut, das müssen wir mitnehmen. Das ist erstmal nicht die große Menge und zweitens, Agretium brauchen wir.
Oh, wer sagt's denn? Ein paar Diamanten auch noch untergemischt. Ich hoffe, ihr hört den Sound auch. Der ist so klasse. So. Also richtig, man spürt die satte Energie, die da reinströmt. Wo ist denn mein Agrizium jetzt? Ohne Tanks, ne, also ohne Verunreinigung ist natürlich auch mal gut, ne? Hat er nicht geschafft, ne? Also die Physik, diese kleine Sprengung hier unten, hat nicht geschafft, die große Masse hier wegzubewegen. Müssten wir raus und selbst Hand anlegen. Nein, wir gucken mal hier rein. Was ist denn geblieben? Da müssen wir uns ein bisschen Platz schaffen hier, das hält alles nichts. Auch hat nicht gereicht, oder? Serverlag, Serverlag. So, darunter müsste jetzt unser Agrizium noch irgendwo begraben worden sein. Okay, ich würde mal sagen, das ist eine gute Ausbeute hier. Erstmal mit 50. Da sollten wir dann einfach nochmal weitersuchen. Die Gegend scheint ja hier ganz gut zu sein und wir wissen jetzt, dass es Agrizium hier auch gibt.
Taranit. Nehmen wir mit. Oh, 6280 an Masse. Aber das ist jetzt kein Granit. Von daher, mal sehen. Oh, es reagiert ja gar nicht hier. Ja, aber es geht. Es steigt langsam. Auch im grünen Bereich fängt es nicht plötzlich an auszuschlagen. Ne? Hat sich gelohnt, der Laserkopf. Ja, da sind dann immer nur Spuren enthalten. Bohren wir hier noch mal rein. Ja, dann war das der hier noch, der wenigstens noch eine kleine Spur von... Oh, was machst du? Eine kleine Spur von Taranit noch enthalten hat. Mal sehen, ob er gut bricht. Wenn du jetzt nichts bist. Nee. Nee, 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 nee. Aber meine innere Uhr sagt mir, der 30.000er klingelt schon an. Jetzt so hinten heraus sollte man vielleicht dann doch nicht so wählerisch sein. Vielleicht jetzt hier nochmal um diese Erhöhung herum, dass wir da noch fündig werden. Ich habe auch immer das Gefühl, der Server spawnt die Dinger erst, wenn ich in Reichweite bin. Und wenn ich jetzt mit einer zu hohen Geschwindigkeit hier immer rumdackel, dann kriege ich den Spawn gar nicht mit. Zum Beispiel wie hier. Ja, nehmen wir den mal zuerst. Ja,
Das ist eine schöne Sache. Das nehmen wir auf alle Fälle. Ja, Diamanten können sie behalten. Ja, aber das hier, das muss angebohrt werden. Der feste Neid. Auch nur in Spuren vorhanden. Aber wir nehmen es mit. Ja, das ist jetzt ein Obsidianstein. Da muss man natürlich mit voller Energie drauf. Na, mal sehen, wie die Wundertüte jetzt hier aufgebrochen ist. Ah, 2%. 2% und dann noch anbohren. Was soll ich da tun? 2% ist. Diese hämopathischen Dosen. Na los. Ist ja ganz wenig nur. Das bringt nichts, das ist eigentlich Verschwendung. Das ist irgendwie nur so ein Lockstein. Der will dich anlocken und dann. Dann machst du deinen Lagerraum voll und ärgerst dich nachher, wenn du verkaufst und denkst, du hast gute Sachen mit, aber allein der Prozentgehalt ist. Ja, weiß man, ne? Und man macht es dann doch immer anders. Ja, ich sag mal so, nee, das nehmen wir also nicht mit. Ich sag mal so, der 30.000er winkt. Er winkt schon. Ja, jetzt sind wir voll. Jetzt ist es auch gut. Ja, okay. Also, ne?
Die letzten paar Geschichten haben wir mitgenommen, weil ich mir doch Sorge mache, dass ich dann überhaupt nichts von dem ganzen Wort abbekomme, wenn ich jetzt nicht irgendwie nochmal den Nachhauseflug antrete. Man muss für sich auch immer so ein gewisses Gefühl entwickeln, in welcher Zeiteinheit macht es Sinn, hier noch weiter zu schürfen. Ich denke, wenn das mal stabil läuft im späteren Spiel oder so, da wirst du pingelig werden, weil du dann die Zeit hast. Jetzt heißt es Spatz in der Hand, heißt es jetzt hier. Ja, sieht ja ganz gut aus. Also, dass wir das jetzt nach Hause schaukeln. Ja. Ne, Autoland gönnen wir uns mal, dann wissen wir, dass das Ding gut geparkt ist und dass es safe ist. Landing complete. Hope isn't safe. So, willkommen in der Heimat. Aufatmen, ganz locker werden, Puls runterfahren und jetzt wollen wir mal die Früchte unserer Ernte betrachten. Ich würde mal vermuten. Ja, was vermute ich denn? Also wir hatten ja am Anfang ja Agritium, das hat ja ungefähr die Hälfte des Frachtraums ausgemacht, aber es war nicht in so hoher Reinheit. Ich würde mal sagen, das wäre eine 30.000 und nochmal 5.000 obendrauf für das andere Zeug, dessen Namen ich nicht so gut aussprechen kann. Und wenn es noch mehr wird, dann ist gut, ansonsten 35.000 hätte ich gerne. Ja, 39.000, da sind wir doch eigentlich ganz gut. Agritium 31, da hatte ich 30.000 geschätzt und dann Taranit, ach, hatte ich ja noch unterschlagen, ein bisschen Taranit dabei. Und das Epastadin, das war letztendlich nichts wert, das können wir eigentlich vergessen, das haben wir mitgenommen, weil wir Angst hatten. Ne? Wir hatten eben Angst. So, jetzt sind wir wieder bei 53. Ich möchte doch die 700.000 wieder erreichen. Ja, dann sage ich danke, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeguckt habt und ich werde mal wahrscheinlich ein bisschen Offcam minern, damit ich das Ganze wieder jetzt klingelt das Telefon. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns wieder in Star Citizen.